Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und heutzutage sind wir jetzt immerhin schon im Frühling angelangt, zumindest bei der Aufnahme. Draußen wird es immer wärmer und diese Folge heißt aus vielerlei Gründen Didi Plaza, 33 Grad und Sonne. Und zu dieser sonnigen Folge begrüße ich jetzt den Jörg, der in Belgien sitzt, wo die Sonne schon längst untergegangen ist. Moin Moin. Ja, aber dass sie bei dir in Deutschland ist, sie ja inzwischen auch untergegangen. Aber schön, die letzten Tage scheint die Sonne hier, es weht kein Wind. Und jetzt kommen sie mit der Agenda von, ja, der Feinstaub ist viel zu viel in der Luft und jetzt gibt es morgen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 Stundenkilometer auf der Autobahn, weil mit 90 hat man anscheinend weniger Ausstoß oder so. Ich weiß nicht, die erfinden ja immer irgendwie so eine neue Suppe. Mhm. Nee, das Wetter ist eigentlich im Augenblick sehr, sehr schön und 33 Grad Sonne, so viel hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht hier, aber es ist wirklich schönes Wetter, es ist genießen und es freut mich, dass diese graue, dunkle Winterzeit vorbei ist, obwohl der Winter gar nicht so schlimm war. Aber ich habe den gar nicht mitgekriegt, den Winter. Ja, eben. Alles grün macht der Mai. Mai haben wir noch nicht. Der April fängt nächste Woche an. Und ich freue mich halt drauf, dass das alles wieder anfängt zu blühen und zu sprießen und zu wachsen. Und ich habe die Frühlings- und Sommerzeit viel lieber als die Herbst- und vor allem die Winterzeit. Also von daher. Und Verschwörungen finden jeden Tag statt. Also ob die Sonne scheint, ob es schneit oder ob es regnet, das ist da vollkommen wurscht. Und ich freue mich auf die Dili Plaza 33 Grad Sonne, weil das Thema hier wird immer interessanter mit jeder Sendung. Von daher sage ich, leg mal los, Michael, und danke für die Einladung. Wir waren ja schon darüber hinausgekommen, dass wir in der letzten Folge über Dallas gesprochen haben und natürlich dann auch über die weltbekannte Fernsehserie mit J.R. Ewing und den ganzen anderen Konsorten. Inzwischen werden wir uns jetzt weiter vorkämpfen hier. Wir waren ja schon in den USA, auch in den Gründungen, wo ja auch schon Verschwörungen, da Conspiracies dann auch Thema waren. Dann waren wir jetzt in Dallas gewesen und jetzt sind wir schon teilweise schon da, wo eigentlich dieser Anschlag stattgefunden hat. Und ich möchte einfach jetzt mit dieser Reihe, mit den Folgen ab 26, einfach die Hintergründe aufdecken, die letzten Endes in den normalen Dokumentationen überhaupt nicht erwähnt werden, und zwar aus gutem Grunde, weil es nämlich einmal exoterisch gibt und einmal esoterisch, also einmal für das normale Volk sozusagen und einmal für die wirklich Eingeweihten. Und dann gibt es auch noch Abstufungen der Einweihung, also auch nicht alle sogenannten Eingeweihten sind eingeweiht oder komplett eingeweiht, also da gibt es so eine Art Geheimdienst oder Geheimcode, der heißt Need to Know. Also Need 2 No, also das heißt, du weißt nur immer so viel, wie du gerade brauchst zur Erledigung deines Jobs. Und deswegen heißt diese Folge Didi Plaza 33 Grad Sonne. Wir wissen, Didi Plaza liegt in Dallas. Dallas liegt in Texas. Texas liegt im Süden der Vereinigten Staaten. Ist also da relativ südlich und relativ warm. Wenn ich 33 Grad Sonne eingebe, würde ein normaler Mensch, der ich nicht bin, würde dann halt einfach so ein Suchergebnis von Google bekommen und sagen, boah, toll, ne? Raus mit den Badeklamotten, rein ins Wasser und einfach mal Party oder einfach mal, keine Ahnung, Cabrio oder einfach mal irgendetwas, ne? Freut sich da jeder drüber. Aber das ist genau eben das, was die Ablenkung jetzt wäre. Das, was ich jetzt hier aufgezeichnet habe, ist letzten Endes jetzt, wenn man so will, kein Fehler und auch jetzt keine schlechte Information, ist aber nicht die ganze Information, denn Dili Plaza 33 Grad Sonne hat in der eingeweihten Szene, wenn man jetzt mal beispielsweise auf Politik und Hintergründe und mächtige Menschen und so weiter uns beziehen, eine ganz andere Bedeutung. Das hat nichts, aber auch überhaupt nichts mit der Temperatur zu tun. Dili Plaza 33 Grad. Hier haben wir die Einteilung, die 0-Grad-Markierung, also ne, du siehst schon, es gibt mehr Deutungen, also Grad ist dann gleichzeitig auch eine Temperatur, zum Angabe zum Beispiel eine Temperatureinheit, kann aber auch gleichzeitig eine Größe sein der rituellen Einweihung, kann aber auch eine Größe sein beispielsweise jetzt hier der Einteilung in Graden der Erde und hier haben wir jetzt hier die Breitengrade, deswegen machen die sich hier so breit. Und dabei wäre es jetzt völlig unabhängig davon, welcher Form unten drunter unter dieser Schablone liegt, ob diese Form kugelförmig, bauchförmig oder kreisförmig oder wie auch immer wäre. Das hat damit nichts zu tun. 0 Grad wäre die Mitte
logischerweise. Das geht jetzt hier so durch Lateinamerika und durch Afrika und hier Indonesien und so weiter und so fort. Und hier haben wir jetzt die 30-Grad-Linie, die geht durch Casablanca und die 50-Grad-Linie geht hier durch Paris und hier sind wir so in Deutschland, Belgien, sind wir also um die 50 Grad nördlich. Ne? Nördlich heißt nördlich vom Äquator. Äquator 0 Grad ist unsere Bezugsgröße. Ob die jetzt willkürlich ist oder einen Grund hat, spielt jetzt im Augenblick keine Rolle. Und wir sehen jetzt hier beispielsweise, die 30-Grad-Linie geht durch Houston. Und Houston ist in Texas. Und die Stadt Dallas liegt nämlich auf 33 Grad. Hier haben wir mal einen Vergleich von Städten, die auf 33 Grad liegen. Hier haben wir in Kalifornien Riverside, hier haben wir in Libanon Beirut, was eine Hauptstadt ist. Hier haben wir in den USA Atlanta, die nach Atlantis eigentlich benannt ist oder nach dem Atlas, wie auch immer man möchte. Hier haben wir beispielsweise Casablanca, kennen wir ja von Humphrey Bogart und Ingrid Bergman, ja, in Marokko. Da haben wir Damaskus in Syrien, schon wieder eine Hauptstadt. Da haben wir Phoenix. Phoenix ist ein ganz, ganz bekannter Vogel, der letzten Endes auch für gewisse Grade steht, also auch ein geheimes Symbol. Phoenix, die Stadt, die nach dem Phönix benannt ist, in Arizona, auch 33 Grad. Bagdad, eine weitere Hauptstadt im Irak, früher, wenn man so will, da, wo die Wiege der Menschheit ungefähr steht. Das ist der Geschichte, die damals bombardiert worden ist mit Saddam Hussein. Und in Japan gibt es auch eine Stadt. Aber das ist jetzt für uns nicht so wichtig. Für uns ist wichtiger, dass es natürlich eine gewisse Stadt gibt. Allerdings gibt es natürlich auch noch 33 Grad südliche Breite. Da haben wir hier Santiago de Chile, wiederum eine Hauptstadt. Da haben wir hier Sydney. Nein, ist nicht die Hauptstadt, aber die bekannteste Stadt irgendwie in Australien. Und natürlich jetzt hier das Port Elizabeth, die natürlich nach der Königin benannt ist. Ne? So, das ist soweit. Und natürlich diese Städte, 33 Grad noch, in den Vereinigten Staaten, San Diego, Phoenix, Dallas, Texas, USA. Ne? Dallas, Texas liegt auf 33 Grad Breitengrad. Deswegen ist das eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, dieser 33 Grad Breitengrad ist jetzt hier so ein bisschen bauchig und nicht gerade. Das hat damit zu tun, dass die allgemein landläufige Beschreibung der Erdform eine kugelige solche wäre, über die ich mich jetzt im Augenblick nicht auslasse. Nein, wirklich nicht, weil es gibt wichtigere Dinge. Das ist auch völlig egal, definitiv, egal wie die Form ist, definitiv liegt Dallas auf 33 Grad. Ich kann es jetzt hier nicht größer machen, aber man kann ja da gerne auch selber nachschauen. Und das funktioniert eben bei allen Formen. Und das funktioniert natürlich, wenn man das so will, auch in Europa. Oder beziehungsweise jetzt, wenn wir in Europa jetzt irgendwo mit 33 tangiert wären, zumindest jetzt hier im angrenzenden Urlaubsland in Afrika und so weiter und so fort. Da habt ihr jetzt genau die Städte. Habt ihr eben gesagt, hier Beirut liegt genau da drauf. Ja, das funktioniert also überall. Und 33 ist natürlich die Zahl der Freimaurer, beziehungsweise des höchsten Freimaurerritus. Deswegen ist natürlich nicht unzufällig, glaube ich, Dallas einer der Städte gewesen, wo die Freimaurer gesagt haben: Hey, diese Stadt, die würde sowas von perfekt passen zu unserer Weltdominanz der protestantischen Länder. Naja, 33 Grad. Ne? Breitengrad heißt im Englischen Latitude, 33 Grad. Da gibt es sogar irgendwie so einen Fusel hier, der sich so schimpft. Aber das ist schon interessant, dass wenn man das eingibt, nicht unbedingt genau dieses kommt, was man erwartet. Das ist genau dieselbe Geschichte mit exoterisch und esoterisch, wenn man jetzt 33 Grad eingibt. Ich habe jetzt extra mal Sonne dabei geschrieben, um das halt die Information halt mal so weiterzugeben, dass die meisten Menschen glauben und meinen würden, das hätte was mit Temperatur zu tun. Aber die Freimaurer betet letzten Endes den großen Lichtträger an. Und für die meisten Menschen hat die Sonne ganz viel mit Lichterzeugung zu tun. So viel mal dazu. Also 33 Grad. Aber 33 Grad ist auch der offiziell höchste, zumindest im schottischen Ritus, der höchste Ehrengrad oder der höchste Grad überhaupt des normalen Ritus. Der heißt 33 Grad, wie man jetzt hier unschwer sieht. Also mit 33 Grad hast du die Krone auf, ne? Also ich will jetzt das lateinische Wort nicht sagen, aber 33 Grad, ne? Doppeladler und so weiter, kommt uns ja alles bekannt vor. Nochmal, wie gesagt, stört euch jetzt bitte nicht an dieser kugeligen Erde da, die interessiert mich jetzt im Augenblick gar nicht. Es ging einfach nur darum, dass 33 Grad eben genau dieser hohe Einweihungsgrad ist, dieser Ehrengrad sozusagen der Freimaurerei. Und da gibt es ein Zitat, das eben dann draufsteht oder das eben heißt: Ordo ab Chao. Die Ordnung aus dem Chaos. Das heißt, man muss erstmal Chaos veranstalten. Das gelingt den Politikern um die ganze Erde herum ja immer unheimlich gut. Die möchten eigentlich gerne
Chaos veranstalten, damit aus dem Chaos, beispielsweise der Urknall, ja, das ist ja ein totales Chaos gewesen und ich finde halt einfach nur die Theorie völliges Chaos und ich glaube nicht, dass diese Schöpfung, die wir hier haben, durch Chaos entstanden ist. Da sprechen eigentlich zu viele Dinge entgegen, beispielsweise, dass irgendeine Intelligenz das geschaffen haben muss, sonst würde hier letzten Endes überhaupt kein Leben entstehen oder entstanden sein und auch nicht alles über eine lange Zeit von Jahren so eigentlich wunderbar im Kreislauf der Natur, wenn wir uns vielleicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, irgendwo funktionieren. Also, das ist die Geschichte 33 Grad Freimaurergrad. Es gibt bekannte Freimaurer, speziell in den amerikanischen Staaten. Beispielsweise einer, der bekannt ist, ist Albert Pike. Der Mann, der hat sogar so weit gebracht, dass dem eine Statue gewidmet worden ist, die letztens aber dann auch wieder dann eingestampft wurde. Und er gibt ganz einfach zu in seinem Buch Moral und Dogma, also Morals and Dogma, gibt er ganz einfach zu, dass Lucifer der Lichtträger ist. Und deswegen verwechseln ihn viele mit dem Morgenstern, beziehungsweise ihr verwechseln ihn viele mit irgendjemand, der vielleicht die Erleuchtung bringt. Aber er bringt letzten Endes dann nur eigentlich Ungemach. Er bringt, wenn man so will, das Chaos. Und dieser Lucifer ist ganz offen benannt in den Freimaurern. Natürlich wissen die niedrigen Ränge da überhaupt nichts von. Aber das Wichtige ist, dass wir das wissen, dass die letzten Endes Lucifer-Satan anbeten. Hier ist aus seinem Buch Moral und Dogma eben diese Titel, also diese Grade hier, Degrees. Ne? Im Deutschen 33 Grad Sonne denkt jeder an Temperatur, garantiert. Würde ich auch zuerst denken. Und dann kommt man erst dahinter, dass Grad eine unglaublich vielfältige Möglichkeit der Interpretation hat. Ja, das heißt, wenn man jemandem jetzt die Information geben würde, ey, Dallas ist 33 Grad Sonne, dann wird der andere sagen, ey, das ist aber schön warm da. Ne? Und so geht das dann. Das heißt, man kriegt die Information von jemandem, aber wenn man eben da nicht eingeweiht oder initiiert ist, kann man mit der Information nichts anfangen oder man deutet sie komplett falsch. Hier habt ihr jetzt mal eine Tabelle sozusagen, verkehrt rum, wenn man so will. Das heißt, die hohen Grade stehen unten. Ne? Hier 1 geht es dann los und 3 ist dann schon der Meister. Dann gibt es einen geheimen Meister, einen perfekten Meister und so weiter. Und dann haben wir dann bei 32 den Meister des königlichen Geheimnisses. Aha. Und 33 ist eigentlich dann nur noch der Grad, wo man, wenn man so will, besondere Leistungen gehabt hat oder wegen besonderen Leistungen dann nochmal quasi entbefördert wird. Ne? Also in diesem Ritus jetzt hier, ne, da gibt es ja noch viele andere Riten, die gehen bis 100 und was weiß ich. So, und es gibt ganz viele interessante Freimaurer, beispielsweise jetzt hier den Herrn Winston Churchill. Den hatten wir ja auch schon mal innerhalb dieser Serie. Ne, ein aktiver Freimaurer. Der kann meinetwegen auch Druid gewesen sein, der kann meinetwegen auch Politiker gewesen sein, der kann meinetwegen Geheimagent und alles gewesen sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Ne, das Thema habt ihr beispielsweise in der letzten oder vorletzten Folge gesehen mit Oliver Hardy von Laurel and Hardy. Und da haben wir eine ganze Menge Leute, die 33 Grad Freimaurer sind. Ich will jetzt nicht Albert Pike und diesen und jenen. Einen habe ich mir rausgepickt. Der hat einen besonderen Club. Und dieser Club heißt auch noch 33. Ja, wir sind immer noch bei Dallas. Wir sind bei 33er Club. Und dieser 33er Club hat natürlich nicht umsonst eine herrschaftliche Atmosphäre, wenn man mal so will. Und hat nicht umsonst eben diesen Freimaurer-typischen, gecheckten, weiß, schwarz gekachelten Boden da. Das ist nicht zufällig. Kronleuchter heißt ja auch irgendwie, ist wie Palast, ne? Hat ja mit Königen zu tun. Und wir hatten ja eben bei dieser Flagge oder diesem Wappen Ordo ab Caro gesehen, da steht über dem doppelköpfigen Adler, steht da ja auch eine Krone drüber. Also, dieser Raum befindet sich wo? Dieser Club 33 befindet sich in, ne? Bei Walt Disney, im Disney Club, also Disneyland. Ne? Da ist das, Walt Disney. Der Mann, der nichts umsonst seinen Schriftzug eben so hat, dass man da 3 Sechsen draus lesen kann. Das ist jetzt Okkultismus für Anfänger sozusagen. Und da haben wir auch wieder ein Schloss, also wir haben einen Herrschaftsanspruch. Ja, aber dieser Club 33, also das ist wirklich so, der existiert tatsächlich. Ja, das ist also auch kein Geheimnis. Also der Herr Walt Disney hatte da jetzt also auch kein Geheimnis draus gemacht. Ne? Disneyland hat einen geheimen Eingang. Naja, also das ist schon interessant. Das ist jetzt in den Vereinigten Staaten. Ne? Nicht, dass ihr jetzt meint, das wäre jetzt in Paris oder sowas. Ne? Also bei Paris hatten wir ja da auch schon. Ne? So, und Walt Disney ist also unglaublich bekannt bei den jungen Menschen, indem er halt die Menschen halt an Magie, Zauberei und allem Möglichen ranführt, nur natürlich nicht an die Wahrheit, sondern an irgendwelche Fantasiewelt. Das ist dann ungefähr so wie ein bekannter deutschsprachiger Autor, der da gesagt hat, ey, du wirst nichts besitzen, aber du wirst total glücklich sein. Also wir werden irgendwie sinnlos mit irgendwelchen Gedöns vollgestopft, aber die Leute, die dahinter stecken, die uns vollstopfen wollen, die wissen genau, was die tun, wenn die im Logo 666 drinstehen haben, wie der Herr Disney. Jetzt egal wo, 666,
ja, und so weiter und so fort. Ein magisches Königreich. Wir erinnern uns, die Krone, ne? Der Kronleuchter und so weiter. Das hat damit zu tun, dass natürlich diese ganzen Geschichten jetzt hier schon eine Symbolik haben, aber die muss uns nicht interessieren, weil wir wissen ja, dass der Herr Disney Freimaurer gewesen ist. Früher ist er abgefischt worden, so sage ich immer dazu, als junger Mensch in den Delo-Moulay-Orden. Da gibt es auch einige andere Menschen, die da drin waren. Ein ganz bekannter Investigationsjournalist, den wir bald benutzen, der war da auch drin. Und De Molay, das sind alles Vorläufer Jugendorganisationen der Freimaurerei. Ne? Und das ist völlig egal, ob der jetzt Rosenkreuzer gewesen wäre oder De Molay oder irgendetwas ähnliches. Er hat einen Club 33, hallo? Dieser Club 33 ist dementsprechend mit Signien ausgestattet und die ganze Welt weiß, dass Walt Disney ein Freimaurer war. Zurück zu Dallas. Dallas hat ja nicht nur eine interessante Skyline sozusagen, sondern hat ja auch ein imposantes, größtes Gebäude, was da steht. Das ist natürlich die Bank von Amerika und zwar ein Wolkenkratzer, Skyscraper. Ne? Wenn man so will, kann man auch gleich sehen, werde ich auch gleich zeigen, ist das Ding nichts anderes auch als ein Obelisk. Also zumindest ist der völlig unbiblisch, dass man irgendwelche Dinge so hoch baut, dass die in den Himmel ragen und Skyscraper heißt nun mal halt einfach, wir kratzen an der Wolkendecke. Ne? Der ist sogar nachts erleuchtet. In welcher Farbe? In hellgrün. Das passt, ne? Zu Magie, habe ich immer so gesagt. Das ist das höchste Gebäude. Der 32. höchste in den USA. Okay, so ist das. Geht aber weiter. Dieses bekannte, interessante Gebäude, was ich jetzt hier in der letzten Folge gezeigt habe, ist ja diese Fountain Place. Und dieser Fountain Place hat ja jetzt einen Zwilling gekriegt, sozusagen. Und der steht jetzt hier drauf. Das Ding ist ja nicht umsonst pyramidenförmig. Und deswegen habe ich unten drunter so einen Merksatz für mich geschrieben: Raumökonomie. Denn, bitteschön, wenn das Ding keine Pyramide darstellen soll und nicht irgendwie ein verrückter Art Deco-Milliardär, Billiardär, was auch immer, dieses Ding da gebaut hat, ne, dann ist dieses Ding die größte Verschwendung aller Zeiten. Weil ich kriege einfach in dieser Form, so wie sie da drauf ist, möglichst wenig Platz unter. Das heißt, es ging jetzt hier überhaupt nicht um irgendwelche ökonomischen, ökologischen Sachen, sondern es ging jetzt letzten Endes jetzt hier um wirklich nur die Form an sich. Ja, also hier geht es nicht um Form follows Function, sondern Function follows Form. Ja, also es geht wirklich darum, dass diese Dinger wirklich aussehen müssen wie Pyramiden, am oberen Teil zumindest. Deswegen sage ich nochmal, USA ist durch Freimaurer gegründet worden. Dallas ist eine Freimaurerstadt, die ist sogar von Freimaurern gegründet worden. Und es gibt noch einen Platz in Dallas, der eigentlich den Freimaurern da absolut gehört, wenn man so will. Und welcher das ist, könnt ihr euch ja spätestens seit der letzten Sendung denken. Raumökonomie. Niemand würde ein Hotel bauen, wo er möglichst viele Betten irgendwie bereitstellen kann für Leute, und damit das Ding sich möglichst finanziell rentabel trägt, in dieser Form logischerweise. Also, nochmal. Und dieses Ding kommt uns jetzt genau da entgegen. Das heißt, wir haben hier über dem Texas School Depository, haben wir nämlich jetzt hier seit 1986 dieser Pyramidenspitze. Ist interessant, ne, dass man die direkt vom Dealey Plaza aus sehen kann. Und auch dieses Bank of America steht wo? Steht von dem Dealey Plaza aus gesehen, genau in einer Flucht mit dem Osiris Obelisken. Also wenn das ein Zufall ist, dann weiß ich aber nicht. Das sind so die Sachen, die mir auffallen, wenn ich mir die Architektur von der Stadt angucke. Ich meine, das ist ja nur wirklich sehr interessant, dass es dann wirklich von der Dealey Place aus, wirklich dann von diesem Punkt aus gesehen, ja, beides mal komplett passt. Ja? Also hier, wo John F. Kennedy ungefähr umgekommen ist, ne, hier habe ich das, da ist ja angeblich vom Texas School und so weiter hier erschossen worden. Und hier habt ihr genau über dem School, egal an welcher Seite ihr euch jetzt bewegt, ist dieser Pyramidenschlumpf, diese Toblerone hier oben drauf. Und hier habt ihr genau diesen Skyscraper, der also, wie gesagt, ein Obelisk eigentlich ist, also eine senkrechte Säule ist, der auch noch ziemlich gerade ist. Also nicht jetzt in Wien, Pisa, aber der habt ihr jetzt genau in einer Flucht stehen, jetzt hier mit dem Obelisken. Aber pff, das ist der Anfang von dem, was euch jetzt erwartet. Ne? Interessanterweise ist dieses Pyramidengebäude 1986 gebaut worden. Und genau dieses Dallas Main Center, ja, und dieses höchste Gebäude jetzt hier ist 1985 gebaut worden. Das heißt, die beiden sind auch noch zur fast dieselben Zeit fertiggestellt worden. Vielleicht hatten die denselben Baubeginn, aber wirklich plus minus ein Jahr sind die gleich zeitig hochgezogen worden. Interessant fand ich das. Nochmal, Dallas kann eigentlich nur eine Freimaurer-Hochburg sein. Aus vielerlei Gründen. Nicht nur, weil die auf 33 Grad Breitengrad liegt, aber aus vielen anderen Gründen auch. Wir haben ja direkt hier ein Freimaurerdenkmal und Pyramiden in der Stadt. Ne? Glaubt ihr nicht? Glaubt ihr gleich. Ja, wir machen jetzt einfach mal Schwung ins
21. Jahrhundert und zwar mit Computertechnik. Das sind Pyramidchen mitten in der Stadt. Was macht denn das da? Das ist ja interessant. Da muss eine Künstlerstadt irgendwie sein, habe ich so den Eindruck, ne? Habe ich mich mal schlau gemacht. Das gehört zu dem Renaissance Tower, Tower of Babel, huh? Und dieser Renaissance Tower, der beinhaltet eben so ein kleines Pyramidchen in der Stadt. Da ist es, Renaissance Tower. Da ist dieses Pyramidchen mit drin. Das sieht doch toll aus, ne? Da kann man dann rein und so weiter und da kann man sich dann bestrahlen lassen. Das Ding ist wahrscheinlich dann auch erleuchtet und so weiter und so fort. Aber ich wollte mal sagen, welche Städte kennt ihr denn, wo einfach so mitten in der Stadt ein Pyramidchen rumhängt irgendwie, ne? Das ist ja nicht gerade klein, ne? Das ist ja schon ein paar Meter hoch. Ja, aber kommt ja noch besser. Das ist nämlich genau auf derselben Straße, wie als wenn wir hier weitergehen. Deswegen haben wir jetzt hier Computer im Einsatz. Wenn auch nur einen alten, ist ja egal. Guck mal, was da steht. Auf derselben Straße stehen nämlich die beiden großen fetten Klötze. Und da gehen wir einfach mal hin. Wenn ich das hier so richtig sehe, sind die Gebäude ja miteinander irgendwie jetzt hier abgegrenzt. Das heißt, es ist ein ganzes Areal. Ne? Also ich kann jetzt nicht erkennen, ob das jetzt hier mit zum Gebäude gehört, ob das jetzt nur die Trennwand ist, aber das spielt doch gar nicht die Rolle. Die Rolle spielt letzten Endes, dass beide eine Pyramidenform haben und so wie nicht zufällig von dieser Geometrieform eigentlich da stehen. Und genau auf derselben Straße finden wir eben, wenn wir da zurückgehen, eben diesen Renaissance Tower mit dem Pyramidchen da, was da ist, ne? Und wir fahren auch genau zu auf diesen Tower jetzt hier, ne? Der halt der höchste ist in der Stadt Dallas, ne? Also alles ganz normal in Dallas, ne? Dass man da so ganz komische Gebäude hat und dass man sogar irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo sie ist, aber Pyramiden einfach da so rumstehen, ne? Das ist einfach völlig normal in Dallas. Das ist überhaupt kein Ding. Diese Pyramide steht ausgerechnet auf dieser Adresse. 1201 Elm Street. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Die Elm Street ist genau die Straße, auf der John F. Kennedy umgebracht worden ist. Und natürlich steht die jetzt ein bisschen weiter weg, weil es war ja kein Platz mehr da zum Bauen. Aber die steht halt am Renaissance Tower. Aber 1201 ist auch interessant, ne? Die Quersumme von 12 und 1 ist, ha, genau. Also haben wir schon wieder eine Geschichte, die wir sagen, das ist ja komisch, das Ding hat hier eine Quersumme 13 und steht auch noch auf derselben Straße. Also wenn wir die Straße jetzt hier weiterfahren würden, wo werden wir da auskommen? Genau, in Dealey Plaza. Aber natürlich würde uns die Massenmedien erzählen, das ist da alles nur völliger Zufall, gell? Aber deswegen fand ich das mal wichtig, dass man das vielleicht auch mal so in Echtzeit macht, ne? Damit man wirklich sieht, wenn ich da weiterfahre, komme ich da genau aus. Hier ist Elm Street, hier ist Main Street und so weiter. Ne? So ist das alles gedacht. Ja, geht da weiter. Habe ja noch viel mehr mitgebracht. Ne? Ja, und das ist jetzt hier die Aufsicht sozusagen. Selbst hier von dieser Perspektive sehe ich ja, hier oben drauf ist der Gipfel, Wimpel und was weiß ich, also diese Pyramide. Und hier ist eben der Obelisk oder halt der höchste Bauwerk der Stadt. Ne? Höchste Bauwerk der Stadt würde behaupten oder würde bedeuten, das ist dann 33 Grad. Ne? Also nicht von der Temperatur her, aber da sind dann die Könige zu Hause, logischerweise. Der residiert ja da irgendwie ganz oben für sich. Ne? Naja, und das ist eben ganz interessant bei dieser Dealey Plaza, dass diese Dealey Plaza auch wiederum nichts irgendwie mit Ökonomie oder so zu tun hat, sondern einfach, das geht sich einfach nur darum, dass es ein symbolischer Platz ist. Das sieht man schon an der Form, das sieht man an dem komischen geschwungenen Straße, das sieht man an den Swimmingpools, die dann plötzlich sind und sonstige Geschichten. Also das ist schon ganz, ganz obskurer Platz. Ja? Und das ist dann eben genau die Geschichte, dass die normalen Menschen, die nach Texas fahren oder jetzt nach Dallas fahren, um vielleicht mal an dem historischen Platz zu sein, wo der Herr Kennedy leider erschossen worden ist, die sehen diese ganzen Geschichten aus einem ganz anderen Blickwinkel. Die bringen die auch wahrscheinlich gar nicht miteinander in Verbindung. Die sehen die völlig getrennt und sagen, okay, hier hat mal irgendjemand etwas gebaut, zu Ehren von irgendjemandem und so weiter und so fort, aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Das ist genau die Geschichte, wo die meisten Dokumentationen überhaupt nicht drauf eingehen. Das ist der Grund, warum der Herr Kennedy da umgebracht worden ist. Der Platz ist der Grund und nicht der Grund, weil dann plötzlich irgendjemand im sechsten Stockwerk gesagt hat, ey, ich habe heute einen schlechten Tag und irgendjemand muss jetzt dran glauben, sondern der Grund ist, der Kennedy ist in einem extremen Platz sozusagen umgebracht worden, in einem Freimaurerland, in einer Freimaurerstadt, in einem Freimaurerplatz und dann logischerweise wisst ihr dann auch, wie die Geschichte weitergeht. Der Mann ist erschossen worden, der ist nie mehr aufgetaucht, also es ist glaubhaft, dass der Kennedy auch dieses Attentat nicht überleben konnte und von daher stellen sich jetzt einige Fragen. Warum beispielsweise der Kennedy
Kennedy nicht auf einfachere Art und Weise aus dem Leben geschieden ist. Es wäre ja viel, viel einfacher gewesen für entsprechende Leute, irgendjemanden jetzt mittels anderer Methoden aus dem Leben zu katapultieren, als öffentlich am helllichten Tag in einer Großstadt. Das heißt, der Grund musste dann ja wohl eher dann dafür zu suchen sein, dass der Kennedy genau da am helllichten Tag umgebracht werden musste, damit alle sehen, ha, guck mal hier, ne, so geht's nicht. Ne? Also das ist ja nicht heimlich gemacht worden, sondern in der Öffentlichkeit. Also es sind ja noch Journalisten da gewesen, Besucher da gewesen, Zeugen da gewesen, Bodyguards, haben ja alle Menschen, möglichen Menschen gesehen. Haben ja bestimmt an die 100 Menschen gesehen, dass der Kennedy da umgebracht worden ist. Und das war dann wohl der ganze Sinn des ganzen Aktes hier. Und das ist eben die Geschichte mit Dallas und 33. 30 Grad. Und wir wissen, es war ja nur 20 Grad zu dem Zeitpunkt. Ne? Wenn ihr euch beispielsweise mal hier diese Form anguckt, diese drei Straßen, die hier kommen, die münden alle hier unter diesem sogenannten Triple Underpass. Und diese Triple 3 kommt uns jetzt hier permanent auch entgegen. Wir haben nämlich jetzt hier nicht nur einen Triple Underpass, der sich natürlich aus den drei Öffnungen in und unter diesem Eisenbahnbrücke jetzt hier ergibt, sondern natürlich gehen da auch drei Straßen von weg. Und diese drei Straßen sind in der Mitte hier die Main Street, dann haben wir hier die Commerce Street, also die Kommerzstraße, und hier haben wir die Elm Street. So, und hier ist die Straße, wo der Kennedy umgebracht worden ist, was völlig logisch ist, wenn man die Symbolik kennt dieser Anlage hier. Aber ich bezweifle, dass wir das in einer Sendung schaffen. Das Thema ist jetzt aber, diese ganzen drei Geschichten hier haben interessante Form. Und zwar diese Form erinnert einen natürlich nicht unzweifelmäßig hier an Poseidon oder Neptun. Für Psychologie steht und jetzt auch ein Symbol ist, der in der Astrologie beispielsweise für Täuschung und Spiritualität und sonstige anderen Geschichten steht. In der reinen Mythologie natürlich für einen Seegott. Aha. So, und deswegen habt ihr hier beispielsweise mal die Geschichte, diese Straße geht nicht irgendwie pyramidenförmig runter, sondern hat ebenso geschwungen. Das ist schon mal sehr interessant. Aber die Pyramidenform, die wir ja permanent in Dallas haben, setzt sich auch auf der Dealey Plaza weiter fort. Wenn man beispielsweise mal sieht, was man jetzt in diesem Bild nicht sieht, aber ich glaube in einem Bild vorher sieht, sieht man beispielsweise hier, dass die Lampen hier, also die Straßenlaternen, überhaupt nicht am Straßenrand stehen. Und ich glaube, das fällt auch den meisten nicht auf. Also diese Laterne hier steht also viel weiter weg als diese Laterne hier vom Rand. Ja? Und das ergibt dann hier ein dreieckigeres Gebilde sozusagen oder hier auch diese Gebilde, dass sich das hier mit der Straße so fortsetzt. Also das heißt, auch hier gibt es Anhaltspunkte, dass gewisse andere Dinge da zum Tragen gekommen sind, als jetzt die reine Stadtplanung, dass man sagt, ja gut, die Laterne sollte möglichst nah an der Straße stehen, damit die Leute halt da irgendwie eine helle Fahrbahn haben. Also da gibt es auch hier andere Gesichtspunkte als Raumökonomie oder Form follows Function. Ne, so viel mal dazu. Aber Pyramiden haben wir natürlich noch woanders. Diese Pyramide habe ich mal ganz prominent hier drauf gehabt im Intro unserer englischsprachigen Serie. Ist Wissenschaft die neue Religion? Das ist die Pyramide in Frankreich. Und zwar in Paris. Also auch Paris hat Pyramiden. Und das ist jetzt hier das, der oder die oder was auch immer, Louvre. Ja? Das ist ein Museum, ja? Oder Teil eines Museums sozusagen. Ja, und da sieht man also, das Ding kann begehbar werden, also das Ding kann also da besucht werden und so weiter. Und das ist schon interessant, ne? Dass also genau wiederum in Paris auch wieder so eine ganzen komischen Artefakte da stehen, dass die Leute immer dann, wenn es sich um irgendetwas geht, weil hier ist ja ein Museum drin, das heißt, hier sind also irgendwelche künstlerischen, wertvollen oder intellektuellen Highlights irgendwo versammelt, also irgendwo, wo etwas um Kunst geht oder Wissenschaft geht oder wie auch immer, dann hat das oft eine Pyramidenform. Das könnte natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass die Freimaurer, die Freimaurer, dann irgendwo in Paris dann da und ihr Unwesen getrieben haben. Ne? Ich denke, man sieht es dann auch im Dunkeln etwas besser. Und was fällt uns hier doch auf? Ja, die Reflexion des Wassers. Männlich, Pyramide, weiblich, Reflexion, Wasser. Da haben wir genau dieselbe Symbolik wieder wie im Washington Monument, also wie beim Obelisken. Ne? Genau dieselbe Geschichte, nur jetzt in Frankreich, in Paris. Logischerweise, Paris, habe ich schon mal gesagt, eine hochokkulte Stadt. Ne? Wie auch immer jetzt hier wir in Dallas auch wieder Pyramiden haben. Einmal auf dem Haus drauf, oben drauf und einmal jetzt hier und ganz zufälligerweise auf derselben Straße. Und natürlich auch mit der Quersumme 13. Ne? Gar kein Problem. Aber das kommt natürlich nicht 1963 zu Pass, wo das nämlich die angeblich aus dem Warren Report oder aus der Warren Commission genau diese offizielle Zeichnung ist, des Anschlagortes auf den Präsidenten. Das heißt, ihr habt ja die Straßen benannt.
Und ihr habt ja die Gebäude einzelne benannt. Und aufgrund dessen, dass es eben dann schon ein paar Jahre vorher war, habt ihr jetzt hier weder ein Fountain Place noch jetzt einen riesen Wolkenkratzer. Das heißt, hier im Hintergrund, wo sich heutzutage alles Mögliche auftürmt, ist jetzt hier alles noch relativ bescheiden. Und es ist schwarz-weiß. Daran sehen wir, das muss unglaublich alt sein. Das ist ein Zeitalter gewesen, wo Leute keine mobile Telefone gehabt haben. Also für normale Menschen unterhalb von 30 undenkbarer Zustand. Wie Leute früher dann irgendwie überlebt haben, ist denen absolut schleierhaft. Aber hier haben wir beispielsweise die ganzen Gebäude drauf, 1 bis 10, ne? Texas School Book Depositorium 1, Dell Tex, also Dallas Tex Building, Dallas County Records Building, ja, und so weiter und so fort. Hier haben wir die ganzen Sachen drauf beschrieben, jetzt gegen den Uhrzeigersinn sozusagen. Und interessant kommt jetzt Folgendes. Interessant ist 9 Pergola, das ist dann dieses Architekturteil, was hinter dem hinter dem Dealey Plaza zum Abschluss sozusagen steht. Und wir haben auf 10 interessant, jetzt kommt es nämlich los, hier geht es nämlich wirklich dann los, Peristyles and Reflections Pools. Ne? Damit auch wirklich dann die Menschen nicht verunsichert werden, damit man maximal alles wieder verschleiern kann, werden Obelisken einfach Peristyles genannt. Aber Peristyle heißt Folgendes. Peristyle heißt in der Architektur eine Ansammlung von Säulen um einen Tempel oder einen Gerichtshof. Aha. Und das heißt, wenn ich jetzt da erstmal abgelenkt bin und ich weiß, oh Moment mal, da steht ein Obelisk, weil Peristyles, da denke ich jetzt irgendwelche fancyen, schmissigen Kunstgegenstände irgendwie etwas, das klingt ja dann auch irgendwie so stylisch irgendwie. Wenn ich da nicht weiß, dass es sich um einen Säulengang, um einen Tempel handelt, weiß ich spätestens jetzt mit dem Fremdwort, was die Round Commission benutzt, dass es ein Tempel ist. Und so kann man sich dann auch verraten, wenn man versucht, irgendetwas zu verschleiern. Das ist die originale Übersetzung, die ich jetzt hier gewählt habe. Säulengang um einen Hof. Und selbst in Wikipedia wird mir Peristyle erklärt in von Säulen umgebener Innenhof des antiken Hauses. Ne? Und die schleichen sich da drumherum bei Wikipedia, damit auch bloß nicht Tempel benannt wird. Ne? Und jetzt weiß ich doch schon, wenn da die Warren Commission selber, also jetzt kein Verschwörer und kein Schwurbler, wenn die Warren Commission selber sagt, dass 10 Peristyles sind und Peristyle hat etwas mit einem Tempel zu tun, weiß ich jetzt hochoffiziell von der Warren Commission, dass das ein Tempel der Freimaurer ist. So einfach ist das. Ganz easy. Ich sehe sowieso, da ist eine Säule für Osiris. Ich weiß ja, da sind 14 Segmente und ich weiß, dass da ein Pool dazwischen ist. Also weiß ich genau, das ist ein Freimaurerplatz, das sowieso. Aber wenn die mir jetzt das Ding auch noch verkleiden als Peristyles, dann ist mir das absolut recht. Dann sage ich, okay, prima, Treffer versenkt. Somit ist klar, dass es jetzt hier eine antike Anlage ist, um antike Götter, Götzen und irgendetwas zu verehren. Es ist, wenn man so will, ein antichristlicher Platz. Und ich meine, da ist eine antichristliche Aktion gefahren, nämlich ein Verstoß gegen das originale 6. Gebot, du sollst nicht töten. Und natürlich sucht man sich doch als Mörder einen antichristlichen Platz aus, um Mord zu begehen. Ist doch logisch. Passt doch irgendwo. Also, wir haben ein Freimaurerland, eine Freimaurerstadt und einen Freimaurerplatz und einen Freimaurertempel. Was wollte der noch mehr? Das sind die Hintergründe des Mordes an John F. Kennedy. Dieser Mann ist dort ermordet worden. Wie groß wäre denn die Wahrscheinlichkeit, bitteschön, bei allen möglichen Inlands- und Auslandsreisen des Präsidenten innerhalb von fast 3 Jahren, dass der ausgerechnet in einem Freimaurertempel ermordet wird? Ich meine, das sind die Fragen, die man stellen muss. Nicht, ob der Herr Oswald, da kommen wir ja später noch zu. Aber die Fragen muss man sich stellen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in einem Freimaurertempel ermordet wird? Ein amerikanischer Präsident dann auch noch. Der hätte alles Mögliche, der hätte eine vergiftete Suppe essen können, der hätte irgendwie ausrutschen können, der im Skiurlaub, der hätte am Boot ertrinken können, da hätte was weiß ich passieren können. Nein, der ist in einem Freimaurertempel umgekommen. Damit wissen wir doch im Endeffekt, wer dahinter steckt. Natürlich gibt es da noch die Geschichte hinter der Geschichte hinter der Geschichte, da kommen wir auch noch irgendwann zu, deswegen werden es ja locker 60 Folgen werden. Aber das ist doch jetzt bitteschön klar, dass er da umgekommen ist, ist kein Zufall. Vor allen Dingen ist es kein Zufall, wenn wir nämlich uns die ganzen Gebäudelagen und die ganze Gemengelage da angucken. Denn was wir vielleicht oder was manche vielleicht nicht wissen, dieser Präsident war mit seinem Gefolge unterwegs, um eine Rede in Dallas zu halten. Das heißt, dieser Mann hat in Dallas nie gesprochen.
Der Mann ist morgens da angekommen mit dem Flugzeug, da gehen wir auch noch irgendwann später drauf ein, ist dann halt einfach mit seinem Cabrio durch die Stadt gefahren, wollte er eine Rede halten um 13 Uhr und in einem Markt, in einer großen Halle. Und diese Rede hat er nie halten können. Und wenn er da hingefahren wäre, wäre die Halle auf dieser Seite gewesen. Das ist der kürzeste Weg vom Flughafen durch die Stadt, wäre die Main Street gewesen. Aber die Präsidentenlimousine hat stattdessen den längeren Weg gewählt, nämlich hier rechts vorbei und dann ganz scharf links auf die Elm Street, genau vorbei am Freimaurerdenkmal. Das heißt, der ist nicht einfach geradeaus gefahren, gesagt, ich nehme den schnellsten Weg und da, wo mir eigentlich am wenigsten passieren kann, weil eben hier beispielsweise keine Häuser irgendwo stehen, wo irgendwelche Scharfschützen lauern könnten, sich verstecken können und so weiter und so fort. Ja, Snipers und wie man sie alle nennt. Nein, der ist genau da gefahren, wo er eh, egal wie er gefahren wäre, immer hätte am langsamsten fahren müssen und auch noch von möglichst vielen Seiten unter Feuer genommen hätte werden können. Ich habe mich jetzt extra im Konjunktiv ausgedrückt. Und das ist die Geschichte dabei. Wenn man das sieht von der Architektur hier, dann weiß man doch eigentlich genau, wo man dran ist. Und vor allen Dingen nochmal, wie gesagt, Paris Style hat eine Anleihe zu einem Tempel oder einem Gerichtshof. Ja, also ist das Ding entweder ein Tempel oder ein Gerichtshof. Aber egal was es ist, es stehen Freimaurerinsignien da. Es steht dann direkt der Osiris-Dings hier. Und das ist ganz klar, Osiris hat normalerweise nach meinem Verständnis, also das exoterische Verständnis von jemandem, der sich für die Politik der Vereinigten Staaten interessiert, wäre, dass da alles mit Recht in Ordnung zugeht. Aber wenn ich jetzt weiß, dass das Land oder die Republik oder die Vereinigten Staaten als solche von Freimaurern gegründet worden ist, von dem Herrn Washington zum Beispiel, dann weiß ich doch, dass da eben nicht recht gesprochen wird und dann macht die Geschichte Tempel oder Gerichtshof ja schon wieder noch mehr Sinn. Wobei, das macht sogar gleich dreifach Sinn. Da kommen wir nämlich gleich zu. Der Herr Kennedy sagte, und das ist hier oben falsch, ich kann es aber innerhalb eines Bildes nicht grün markieren, President John F. Kennedy's Speech, und das war in Fort Worth, das war die letzte Ansprache, die er gehalten hat, sozusagen. Hier ist bei 9 Minuten 41, sagt er, United States, but this is a very dangerous and uncertain world. Er sagt, es ist eine sehr gefährliche und unsichere Welt, sagt er. Ja, und da haben wir recht mit gehabt, weil nicht lange später, ne, ist er umgebracht worden, am selben Tag. Am selben Tag. Mhm. Mike Cochran, der Associated Press Reporter in Fort Worth, also genau da, wo die Rede da gehalten worden ist, hat eben dann die Präsidentenrede da aufgenommen und konnte sich daran erinnern, dass er dann in dem Besprechungsraum, nachdem das Kennedy-Flugzeug, also Air Force One, nach Dallas weggeflogen ist, dass er gesagt hat, Mensch Leute, wir haben ihn hier aus der Stadt sicher rausgebracht. Und Momente später, dann wurden eben da die Schüsse auf den Präsidenten in Dallas abgefeuert. Wenn das Zitat stimmt von Herrn Cochran, war die Sicherheit des Präsidenten auch schon in Fort Worth, weil es ja auch in Texas liegt, da auch schon heikel gewesen. Das heißt, man wusste, dass die Südstaaten in Texas, dass der Kennedy da nicht beliebt gewesen ist. Mhm. Interessant. Er hat auch noch was anderes gesagt, was ich mir angeguckt habe gestern. Und zwar hat gesagt, bei der Beerdigung von Lee Harvey Oswald waren keine Besucher. Da waren nur ein paar Familienangehörigen und der Rest war Reporter und ansonsten war niemand da. Also entweder hat man die Leute abgehalten oder die Leute haben tatsächlich alle geglaubt, dass der Herr Oswald den auf den Gewissen hätte. Dealey Plaza, ich wollte es ja nicht glauben, aber das ist Lego. Und das ist auch falsch, weil die Proportionen hier überhaupt nicht stimmen. Und weil der Straßenverlauf hinter dem und so weiter auch nicht stimmt. Aber immerhin, ich meine, also wenn das schon so begehrt ist, dass also Menschen sich bei Kennedy tatsächlich nur an Attentate erinnern, dann finde ich das schon sehr morbide. Aber selbst auf diesem Lego-Dings hier sehe ich letzten Endes hier den Osiris-Obelisk. Ja, so viel mal dazu. Also man kann die Sache drehen und wenden, wie man will. Es waren genug Leute da, also das ist Lego hier, klar. Es waren genug Leute da und der Kennedy sollte öffentlich erschossen werden. So viel ist schon mal klar. Und zwar in einem Freimaurertempel. Das heißt, die erste Geschichte, die man vermuten könnte, ist, dass er irgendeinem Freimaurer auf die Füße gelatscht ist. Und wenn man jetzt weiß, dafür haben wir die ganzen Folgen gemacht, dass der Herr Lyndon B. Johnson... Ich sage nicht, dass er den umgebracht hat und es kommen bald noch ganz andere Hinweise, aber nur mal dazu. Und das ist hier eine Aufnahme aus dem
Sixth Floor Museum, also aus dem umgebauten Texas School Book Depositorium, also genau da, wo eigentlich dieses Gebäude hier gezeigt wird, hier befinden wir uns irgendwo und da werden hier mit Schnüren die angeblich 3 Schüsse auf den Präsidenten gezeigt. Da wird auch wirklich jedes Schulkind, das vor dem Auge hat und nachts davon träumt und sagt, da haben sie unseren lieben Präsidenten umgebracht. Und das ist Missinformation. Das ist Indoktrination. Da bezahlen die Leute dann wahrscheinlich auch noch Geld für, dass sie da rein dürfen und sich dann auch selber dann irgendwie zu Deutsch verblöden lassen. Und da ich das nicht möchte, dass man sich verblöden lässt, werden wir hingehen und werden dezidiert in jeder Folge die Sachen so aufklären, zumindest wie ich sie sehe. Der Jörg kann da gerne seine Kommentare drauf geben und ihr könnt auch gerne euch da was zu denken. Aber das ist eine Mammutaufgabe, das wirklich so darzustellen, dass man es versteht und dass es auch Sinn macht. Aber das gelingt nur, wenn wir wirklich begreifen, dass dieser Mord einen Mord hat, als Hintergrund, dass es ein Ritual gewesen ist, dass es eine Geschichte gewesen ist, die einem Freimaurertempel, Freimaurergerichtshof, Freimaurergelände in einer Freimaurerstadt stattgefunden hat. Und das beinhaltet eine Kondition. Es müssen Freimaurer beteiligt gewesen sein an dem Anschlag. Ansonsten macht das keinen Sinn. Denn die Ermordung eines amerikanischen Präsidenten ist kein Schuljungenstreich. Noch viel schwieriger als die Ermordung des Präsidenten ist die Vertuschung der Ermordung des Präsidenten. Das heißt, man muss sich im Vorfeld, und da kommen wir genau bei der Geschichte mit Oswald in ein paar Folgen zu, man muss sich im Vorfeld dazu überlegen, welche Maßnahmen man ergreifen muss, abgesehen von der Medienmacht und von der Medienmanipulation. Man muss sich von vornherein darüber begreiflich machen, welche Manöver man macht, um die Wahrheit zu vertuschen. Dazu gehört beispielsweise auch die Taktik, Beweise verschwinden zu lassen. Ist ja klar. Wenn mir irgendjemand zweifelsfrei nachweisen kann, dass mal als Beispiel eine beliebige Anzahl von Schüssen da stattgefunden hat, dann ist klar, dann hat man ein Problem mit der Argumentation. Aber es gibt ja gewisse Organisationen auf dieser Welt, die haben ja mit Lügen überhaupt kein Problem. Also ich sage jetzt nur mal so viel, diese Geschichte jetzt hier dient zur Ablenkung der Massen und zur Belustigung der Massen, dass die sagen, aha, jetzt wird mir erklärt, wie das stattgefunden hat. Aber nochmal, jede Geschichte, die jetzt hier erklärt wird, hat eine offizielle Bedeutung und hat eine inoffizielle Bedeutung. Das heißt, das, was jetzt hier steht, hat eine ganz andere Bedeutung als die Bedeutung, dass die meisten Menschen da rauslesen würden. Und da werden wir hinkommen. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt sage, pass mal auf, so und so und so ist das meiner Meinung nach gewesen. Ich möchte ja, und das habe ich immer versucht mit den ganzen Folgen, das so langsam zu machen, dass jeder das nachvollziehen kann, je nachdem, auf welchen Informationsschatz jemand zugreifen kann und vor allen Dingen, dass man selber das machen kann. Es nützt ja nichts, wenn ich das jetzt am Fall von Kennedy mache und dann kommt nächste Woche ein anderer Fall und jemand sagt dann, jetzt stehe ich schon wieder wie ein Ochs vom Berge und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, jetzt muss ich wieder bei Null anfangen. Das macht ja keinen Sinn. Ich möchte das so erklären, dass eigentlich klar ist, dass die Ermordung von Kennedy ein, wenn man so will, religiöses Ritual gewesen ist und ein Ritual der Freimaurer. Und lasst euch nicht auf die Geschichte ein, dass es mit Freimaurerei nichts mit Religion zu tun hat. Es hat sich alles mit Religion zu tun, mit dem Freimaurerei. Die glauben an ein höheres Wesen, ein sogenanntes Supreme Being und an so viele Geschichten, die da sind und die verwurschteln so viele Sachen. Es kommen so viele Beweise, so viele Beispiele. Es wird euch jetzt die Freimaurerei die nächsten Folgen so dermaßen um die Ohren gehauen werden, dass ihr da wahrscheinlich den Begriff schon gar nicht mehr hören könnt. Und deswegen komme ich nämlich genau jetzt zu der Geschichte, wo ich sagen muss, jetzt trennt sich nämlich jetzt hier die Spreu vom Weizen, beziehungsweise jetzt trennen sich hier die Menschen, die eigentlich nur wissen wollen, wer hat den Kennedy auf dem Gewissen, von den Menschen, die wissen wollen, wie wir, mit welchen Mitteln, mit welchen Tricks und wie tief wir veräppelt werden. Und deswegen müssen wir uns jetzt hier einfach mal trennen. Das heißt, wir müssen jetzt hier trennen zwischen den Menschen, die sagen, nö, ich bin einfach zu beschäftigt, um jetzt irgendetwas zu erklären zu lassen. Ich mache einfach so weiter wie bisher. Ne? So wie jetzt hier die Steinzeitmenschen, wobei es natürlich keine Steinzeit gegeben hat, wo natürlich Leute mit Stein gebaut haben, ja, aber die Erde ist eben nicht so alt, wie man uns glauben zu machen versucht. Und Menschen, die sich halt ein Leben lang abquälen und sagen, nö, ich lasse mir alles von Nachrichtensprecher, von einer Nachrichtenagentur oder von Abenteuerwissen oder von Guido Knopp oder von wem auch immer erklären, die sollten jetzt hier letzten Endes sagen, nee, also jetzt ist mir alles viel zu langweilig, langatmig. Ich wollte eigentlich nur wissen, wer den Herrn Kennedy auf dem Gewissen hat. Und dann sage ich, sorry, das ist noch nicht richtige Sendung für euch, weil das dauert jetzt mindestens, ach, weiß ich nicht, 15, 16 Folgen, bis wir überhaupt wahrscheinlich da reinkommen.
Wenn ihr also jetzt wissen wollt, welche Räder ihr jetzt hier in der Hand haben müsst und wo ihr gucken wollt, müsst ihr letzten Endes nur in der Bibel gucken, da steht es ja eigentlich auch schon drin. Und da steht ja auch schon der erste Brudermord drin. Und da steht ja auch drin, dass die Leute den Turmbau von Babel gemacht haben. Haben wir in der letzten Folge, glaube ich, benannt mit Genesis 11 oder erstes Buch Mose Kapitel 11. Da kommt ja die Elfener Freimaurerei her. Aber es gibt Leute, die scheinen nach außen erfolgreich, beliebt, begehrt und auch noch gut, intelligent und unglaublich reich zu sein, die sagen, das ist alles Blödsinn mit der Religion. Ich habe mal hier ein prominentes Beispiel rausgefischt. Der Kompositeur von ABBA, der auch schon mal zutiefst ins Glas geguckt hat bei dem Lied The Winner Takes It All, der hat gesagt, I'm extremely tired of how you should feel respect towards a mass of delusion just because they're called religion. Ich bin extrem ermüdet, wie du eben Respekt einer Masse von Illusionen da geben sollst, nur weil man sie Religion nennt. Und dieser Mensch war in einer Greek Letter Society, das heißt, er war in einer Vorläufer- oder einer Jugendrekrutierungsorganisation für die Freimaurer. Und da er in seinem Leben so viele Alben und so viele Sachen mit ABBA gemacht hat, wo so viele Rituale, wo so viele Geschichten drin sind, ob das Cassandra ist, The Visitors ist, Dancing Queen ist und wie sie alle heißen, was ich jetzt, glaube ich, in 34 Folgen, glaube ich, gemacht habe, dieser Mann hat einen freimaurerischen Hintergrund. Und dieser Mann, ja, betet dann letzten Endes seinen eigenen Intellekt an, meinetwegen. Aber dieser Mann hat einen freimaurerischen Hintergrund und der sagt letzten Endes jetzt hier, er wäre Atheist. Und es ist mir völlig egal, was er ist, ich weiß nur, dass er letzten Endes betrogen ist, weil er die Wahrheit nicht kennt und weil er alles andere, was aus seinem Kopf entspringt, für die Wahrheit hält. Aber das Thema ist, dass ab jetzt alles kommt, das letzten Endes dann wirklich den Hintergrund darstellt zu der Ermordung von dem Herrn Kennedy. Die exoterische Erklärung ist, dass es eben eine Parkanlage ist, Dedi Plaza. Ne? Da ist eben Attentat passiert. Ne? Das ist aber nur die exoterische Geschichte. Das ist für die Leute, die wahrscheinlich noch keine 27 Folgen vorher irgendwo geguckt haben. Hm? Diese Dedi Plaza wurde nach dem langjährigen Verleger der Dallas Morning News und Philanthrop, ganz gefährliches Wort, George Bannerman Dedi benannt. Drei Parallelstraßen treffen sich hier. Naja, parallel. Und die unterqueren dann eben diese Bahnstrecke und so weiter. Und die ganzen anderen Geschichten, die sind jetzt nicht so wichtig. Ne? Aber dieses Ding ist erklärt worden als einem nationalen Gedenkmarke, eine Landmarke, eine nationale geschichtliche Landmarke. Und die ist natürlich jetzt hier besonders schützenswert. Ne? Die erzählen euch natürlich nicht das, was ich euch jetzt erzählt habe. Aber die erzählen euch jetzt hier, das ist einfach nur ein Park, der zu Ehren von dem Herrn Dealey da gemacht worden ist. Und ihr seht ja jetzt schon hier die Präsidentenroute. Die erklären euch aber auch nicht, dass jetzt hier ein Obelisk steht und warum das alles so gemacht worden ist. Das erkläre ich euch dann oder versuche ich dann zumindest zu erklären. Grassy Knoll, da gibt es dann auch Tamtam und Grassy Knoll. Da kommen wir alles noch zu. Aber Dedi Plaza, wie gesagt, das war Dedi Plaza in Deutsch. Ne? Mehr dürft ihr nicht wissen. Ihr dürft nicht mehr wissen in Deutsch, weil alles andere würde euch völlig beunruhigen. Ja? Und Dedi Plaza, die Engländer, Amerikaner, Englischsprachigen, die wissen dann schon, oder die dürfen dann schon mehr wissen, die kriegen dann auch schon so ein Bild mit der Pyramide im Hintergrund, aber die kriegen dann auch mehr Informationen. Ob das jetzt besser ist oder so, weiß ich nicht, aber ausführlicher ist manchmal ganz gut. Ne? Beispielsweise ist es so, dass es da schon Menschen gab, auch relativ nach dem Attentat 1967, wo die gesagt haben, nee, also das kann alles nicht so ganz stimmen, was da ist. Ne? Dr. Josiah Thompson und so weiter, der hat da eben ein Buch gemacht, das heißt 6 Sekunden in Dallas, also das ist die angebliche Spanne, die der angebliche Schütze aus dem angeblichen Texas School Depository mit seiner angeblichen Waffe angeblich auf den Präsidenten da geschossen hat. Und wenn man sich damit beschäftigt, ist man schon gefangen. Man ist schon gefangen, weil man beschäftigt sich wieder mit den uninteressanten Dingen und ich möchte mich erstmal mit den interessanten Dingen beschäftigen. Ne? Ist nämlich interessant, was da alles an Gebäude stehen. Ne? Guck mal, römische ähnliche Gebäude und so weiter und auch da steht ein X auf der Fahrbahn, genau an der Stelle, wo der Kennedy umgebracht worden ist. Und damit man immer genau weiß, wo die Stelle ist. Also ist ja dann schon quasi so wie so ein Ritual, gell? Ne? So, aber jetzt hier steht wenigstens drin und jetzt kommt's. Dealey Statue, 101 Houston Street, das ist die Querstraße, ne? Die Straße rechts von der Main Street und so weiter. Die ist eben dann benannt worden nach dem Herrn George Dealey. Und da hat eine Statue bekommen. Und hinter dieser Statue is a red granite slab with 4 bronze bas-relief tablets consistent in appearance to the Kennedy marker behind the North Obelisk. Also die in der englischsprachigen Wikipedia dürfen wissen, dass da ein Obelisk steht, ne?
Wir dürfen das nicht. Und das ist das Kennedy oder die Kennedy Erinnerungsstätte, Kennedy Memorial. Sieht da unglaublich uneinladend aus, oder? Soll es auch genauso gut sein. Das ist nämlich ein Cube. Ein Cube steht eigentlich dann für 666 und Cube steht dann auch für Satan. Ne? Aber das wissen garantiert viele Menschen nicht, die einfach da reingehen, um sich da Gedenksachen und Zitate anzugucken. Das macht ziemlich wenig Sinn. Da steht aber auch genau hinter dieser Dealey Plaza da. Ne? Also steht in Sichtweite zur Dealey Plaza sozusagen. Naja, das ist jetzt die History. Der Platz wurde benannt nach George Benjamin Dealey, der Frühherausgeber der Zeitschrift The Dallas Morning News. Da habe ich mir gedacht, Moment mal, da war doch mal was. Das ist genau diese Zeitung. Das heißt, diese Zeitung ist herausgegeben worden von dem Herrn Dealey. Und genau auf der Dealey Plaza ist der Herr Kennedy umgebracht worden. Und wenn ich doch jetzt weiß, und das muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr betonen, dass der Herr Dealey natürlich nur seine Plaza bekommen hat, oder die nach ihm benannt worden ist, weil er ein Freimaurer gewesen ist, dann weiß ich doch, was für ein Blatt ich hier vor mir stehen habe. Das heißt, in einem Freimaurerblatt ist diese ganze Geschichte gelaufen mit, dass Nixon gesagt hat, dass der JFK eben dann halt da geschasst werden würde 1964 mit dem bekannten Wetterbericht und den ganzen anderen Geschichten. Und das ist auch genau diese Zeitschrift, wo angeblich der Präsident sein letztes Autogramm gegeben hat, ne, auf eine Freimaurerzeitschrift oder zumindest eine Zeitschrift, die von einem Freimaurer gegründet worden ist. Ne? Das sagt mir jetzt ja der englische Artikel von der Dealey Plaza. Norden ist links, ne? Und so weiter. Ne? Alleine da wüsste ich ja schon einiges mit anzufangen. Aber interessant ist außer eben genau, dass dieser Anschlagsort, der Dealey Plaza, wo der Präsident dann irgendwo hier, ich sehe jetzt hier kein X, aber ungefähr hier muss das gewesen sein, da eben umgekommen ist, ja, die sagen zu mir, die englische Seite sagt zu mir, Warren Commission Diagram of Plaza. Also die Warren Commission macht jetzt hier ein Diagramm dieser Plaza. Jetzt pass auf. Eines dieser Gebäude ist das frühere Texas School Book Depository Building, also Texas Schulbuch Aufbewahrungshaus, von welchem, das hat eben dann die Warren Commission und auch das House Select Committee on Assassinations 1970er concluded, dass Lee Harvey Oswald da ein Gewehr eben dann abgefeuert hat und eben den Präsidenten ermordet hat. Aber conclude heißt nämlich jetzt Folgendes hier. To confute or frustrate an opponent in argument and an argument by winning it. Das heißt, einen Gegner in einem Argument widerlegen oder frustrieren, einen Streit beenden, indem man ihn gewinnt. Aber ihr seht hier ein Ausdruck, ein Wort hier nicht drin. Und das heißt Wahrheit oder richtig. Also es wurde nur konkludiert. Es wurde nur als Wahrheit beschlossen, ne? Mental determination, also mentale Beschlussfassung. Deduziert, ja, aber es kann nicht bewiesen werden. Es ist einfach nur, ja, wir haben jetzt hier mit der Mehrheit beschlossen, das muss so gewesen sein. Und zwar nicht nur die Warren Commission, falls ihr denen immer einen Vorwurf machen wollt, sondern auch diesem House Select Committee on Assassinations. Also von daher, der eine ist jetzt nicht viel besser als das andere. Ich glaube so und so dazwischen, dass also auch diese House Select Committee einfach nur vorgeschoben ist. Wie gesagt, ich habe die Hypothese, dass eben die ganzen Geschichten Kennedy von vornherein auch die Vertuschung geplant worden ist. Und das werden wir bei Oswald sehen. Das, glaube ich, fällt einem dann wie Schuppen aus den Haaren. Aber nochmal, es geht hier nicht um die Wahrheit. Ne? Die Wahrheit führt oft zum politischen Tod, hat der Herr Lauterbach gesagt. Ne? Also zu einer gedanklichen Feststellung gelangen, durch Vernunft ableiten oder bestimmen, hat aber auch nichts mit Wahrheit zu tun, sondern mit Vernunft, Age of Reason, da kann man alles Mögliche begründen. Und das klingt dann vielleicht auch für den einen vernünftig, für den anderen klingt das also völlig wirr. Ne? Dealey Plaza ist eine nationale Landmarke. Das heißt, da darf also dann irgendwie nichts verändert werden. Das ist also ungefähr so, stelle ich mir das vor, wie ein deutscher Denkmalschutz. Ne? Auf der Nordseite dieser Dealey Plaza befindet sich eben hier dieser Grashügel und diese Pergola. Und das ist eben jetzt interessant, weil viele Menschen da Schüsse gehört haben, die eben vom Norden gekommen sind. Ne? Da haben wir eben genau hier diesen Picket Fence und so weiter. Also für Leute, die sich mit Kennedy beschäftigen, sehr interessant. Und natürlich auch die dreifache Unterführung und so weiter und so fort. Und viele Leute sagen, von da ist der Präsident erschossen worden. Ich sage, das interessiert uns im Augenblick noch nicht, dieses Grassy Knoll. Auch wenn es jetzt hier ganz prominent beschrieben ist. Interessanter ist nämlich ganz, ganz anderes.
Interessant ist, dass dieser ganze Platz heutzutage, wenn man so will, als Touristenattraktion dient und die natürlich dann permanent an der Nase heraus, herum und herangeführt werden, weil es geht sich natürlich jetzt hier nur um Schüsse, um Ermordungen, um Wahrscheinlichkeiten und um offizielle Theorien, ne? Oder offizielle Konkludierungen. Ne? Es geht ja nicht um irgendwelche Sachen. Es ist bis heute kein wirklich glaubhafter Grund gefunden worden. Es ist auch bis heute interessanterweise für den Lee Harvey Oswald auch kein Gerichtsverfahren und so. Ne? Der Mann hat ausgesagt, da kommen wir bei Lee Harvey Oswald, I didn't shoot anybody. Also er hat gesagt, er hatte überhaupt niemanden erschossen an dem Tag. Von daher, wir haben kein Geständnis. Wir haben nur Konkludierungen. Wir haben nur Indizien und naja, wir werden da weitersehen. Nochmal hier eben genau dazu. Das ist eben die Geschichte, weswegen wir zu einer interaktiven Fahrt nach Dallas einladen. Wir sind jetzt hier auf der Elm Street, da weiß ich, da steht ja diese Pyramide, aber da will ich ja gar nicht hin. Ich will ja hier zur Main Street. Und hier ist Main Street, also nicht Mainstream, der Hauptstrom, aber hier ist immerhin schon mal die Hauptstraße, die Main Street. Das sieht doch schon mal ganz nett aus, ne? Es sieht doch aus wie irgendwie so Old England hier, ne? So ein bisschen Altenglisch. So, und hier sehen wir direkt, wir fahren direkt auf diesen Wolkenkratzer zu und so sieht dieser ganze Platz eben dann aus. Das ist sehr interessant, weil das ist jetzt hier mitten im Herz von, na genau, mitten im Herz von Dallas. Jetzt hoffe ich, dass ich richtig abbiege, jawohl, beziehungsweise richtig geradeaus fahre. Ich fahre weiter geradeaus und ich fahre immer weiter geradeaus, bis nicht mehr geradeaus geht. Ja, und jetzt weiß ich schon genau, wo ich hin will. Ich komme nämlich jetzt genau mit dieser Blickrichtung, komme ich nämlich genau zur Dealey Plaza. Das heißt, dieses ist die Route, die der amerikanische Präsident Minuten vor seinem Anschlag da gefahren ist. Und das ist für uns noch sehr wichtig. Also, wir fahren jetzt einfach mal da, wo der Herr Kennedy gefahren ist. Natürlich sahen die Gebäude und die Autos etwas anders aus, ne? Das ist gar keine Frage. Ne? Das ist überhaupt keine Frage. So, und jetzt fahren wir genau hier weiter zu. Wie Sie sehen, sehen Sie jetzt erstmal nichts. Aber Sie sehen gleich etwas. Und zwar kommt gleich etwas ganz Wichtiges. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, wir fahren auf die Dealey Plaza zu. Und wenn ich auf die Dealey Plaza zufahre, weiß ich fahre auf ein Freimaurergelände zu, richtig? So, und jetzt schaut mal an, was jetzt gleich vor eurem Auge auftaucht. Und zwar genau jetzt. Ja? Hier seht ihr ein altes Backsteingebäude in Rot. Ja? Nochmal, das ist die Main Street hier, ja? Dieses Backsteingebäude ist der Abschluss dieser Main Street, bevor es zur Houston Street geht. Das heißt also, hier ist die Straße, wo der Herr Präsident gefahren ist, bevor der rechts und dann direkt links auf die Elm Street gefahren ist. Und wisst ihr, was das jetzt hier ist? Das ist das alte Gerichtsgebäude der Stadt Dallas. Und wenn ich jetzt weiß, dass hier diese Perry Stiles ein Tempel oder ein Gerichtsplatz ist, dann muss mir doch jetzt hier mal eine Vermutung kommen, oder? Ich meine, dieses Ding sieht ja nicht gerade modern aus. Und das ist das Old Red Dallas County Courthouse. Und da sind auch schon Leute gelyncht worden. Ja? Und das ist das alte Gerichtshaus hier von Dallas. Das alte. Und ich meine, man könnte ja darüber streiten, aber die Vereinigten Staaten sind ja auch nicht ganz taufrisch. Die sind auch schon ein paar Tage alt. So, und dieses Ding hat nämlich Folgendes. Die hat Wyvern obendrauf. Das sind drachenähnliche Gebilde auf diesem Gerichtsgebäude. Ja, welche Gerechtigkeit wird denn da gesprochen? Hier steht's, Wyverns. Das erinnert ja an Notre Dame, ne? Mhm. Ja, aber da siehst du da schon letzten Endes, welche Gerechtigkeit dann da gesprochen wird, ne? Wenn da Wyverns drin, ich meine, das siehst du jetzt ganz deutlich, wenn du jetzt da die Kamera fährst. Meine Dinger sind so hoch, ich kann jetzt nicht da hochschwenken, ne? Aber dass es ein ganz altes Gerichtsgebäude ist, ich denke, da können wir der Erklärung ja soweit folgen. Und das ist noch gar nicht alles, denn wir haben jetzt direkt gegenüber diesem Gerichtsgebäude, haben wir hier Dallas County Criminal Court. Also jetzt haben wir hier von dem kompletten Staat, Dallas County, ja, das Kriminalgericht, wenn wir so wollen. Das heißt, wenn wir so wollen, ist das hier eine Gerichtsstraße. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Der Herr Präsident, der jetzt inzwischen schon ohne Begleitschutz auf dem Fahrzeug unterwegs ist, passiert das Ende der Main Street mit links und rechts flankiert von zwei Gerichtsgebäuden und fährt jetzt genau auf diese Kreuzung zu und biegt jetzt hier rechts ab. Wenn wir jetzt wissen, das ist ein Ritual gewesen, würde ich sagen Folgendes. Ich habe hier ein Gerichtsgebäude und ich weiß, dass hier schon auch Lynchgeschichten gewesen sind vor 100 und Jahren, aber der Herr Kennedy ist ja nicht aus dem Affekt ermordet worden. Das heißt, das ganze Ding ist ja lange geplant worden. Wenn wir uns jetzt auf eine freimaurerische
Ritual einlassen und wie das Ritual funktioniert, werde ich jetzt leider erst in der nächsten Sendung klären können. Wenn wir uns da einlassen können, kann man sagen, hier ist das Gericht gewesen für den Herrn Kennedy. Das heißt, der Herr Kennedy ist erstmal durch das Gericht oder vom Gericht flankiert gefahren. Aber der war, weil dieses Attentat ja geplant war und nicht die Folge oder halt auch nicht der Plan eines verwirrten Einzeltäters gewesen ist, war der Herr Kennedy vorher schon zum Tod verurteilt. Ist ja ganz logisch. Ansonsten habe ich ja nicht, ne, wäre der nicht erschossen worden. Also man hat ja nicht mit dem gestritten, sondern man hat ihn ja direkt erschossen, ohne irgendwie, ne, ohne jetzt, dass der Kennedy irgendwie hätte gewusst hätte, okay, ne, jetzt passiert mir irgendetwas, da zückt jemand eine Waffe. Der wurde ja, wenn man so will, hinterrücks erschossen, in jedem Falle. So, und jetzt kommt der Kennedy hier genau an dem Osiris vorbei, an dem Osiris-Denkmal. Der Osiris steht aber für den Herr der Unterwelt. Ja, das steht für den ermordeten Gattin der Isis. Und man hat eben alle Teile gefunden, nur eben den Penis nicht. Und deswegen erinnert das an den Osiris, dass man also bis heute den jetzt irgendwie nicht vollständig bekommen hat. Und hier haben wir eben den männlichen und den weiblichen Teil zu sehen. Und das würde ich gerne noch weiter ausführen. Aber jetzt haben wir nämlich hier noch die ganz anderen Gebäude. Hier ist Dallas County Criminal Court. Und jetzt geht es auch noch hier weiter. Ja? Hier vorne war damals die Geschichte, dass da die Dennis Police gewesen ist. Ja, da haben wir nämlich genau die Polizei, die da jetzt da hier federführend ist. Also wir sehen Gericht und Kriminalgericht und Polizei und natürlich, ne, Jail, Gefängnis. So, aber der Kennedy ist ja nicht zu Gefängnis verurteilt worden. Der ist ja auch nicht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden oder wegen Falschparkens oder irgendwie abgesetzt worden oder sowas. Nein, der ist ja direkt zum Tode verurteilt worden. Und deswegen musste der Folgendes machen: Der musste auf die Elm Street abbiegen. Wieso? Sagt er jetzt vielleicht, musste auf die Elm Street abbiegen, weil zu dem Zeitpunkt war ja damals an dem anderen Ende der Elm Street da hinten ja noch nicht diese Pyramide, richtig? Naja, aber wenn wir jetzt mal weitergehen. Wir haben ja schon mal benannt, in, glaube ich, einer der allerersten Folgen, diese Nightmare on Elm Street. Ja, aber ich glaube nicht, dass die meisten wissen, warum das genau auf der Elm Street passieren musste. Und das hat mehrere Gründe. Ich würde noch unglaublich viel mehr dazu erzählen, weil da reicht die Zeit heute wieder leider nicht zu. Aber bevor wir jetzt hier in die Symbolik vom Platz reingehen, das müssen wir uns für nächste Folge aufsparen. Warum der da umgekommen ist, ist eigentlich auch ganz einfach. Also einfach, ja? Elm, ja? Heißt auf Deutsch Ulmen. Also die Mehrzahl von diesen Bäumen, ne? Ulmen. So, und jetzt gehen wir mal in die Mythologie rein. Der Ulmen. Jetzt guckt mal da, was da steht. In der griechischen Antike war die Ulme, also Elm, ein Symbol für den Schlaf, den Tod und die Trauer. Ihre Früchte begleiten die Toten auf dem Weg in die Unterwelt. Nicht nur Hermes, sondern auch Morpheus, der Gott des Schlafes, bediente sich der Ulmenkräfte. An einer Ulme am Eingang zur Unterwelt hängen die Träume der Menschen. Und ich glaube, jetzt versteht ihr, warum das Ding heißt Nightmare on Elm Street und warum letzten Endes auch der Herr Kennedy auf der Elm Street umgekommen ist. Das hat zusätzlich noch einen kabbalistischen Hintergrund und das hat zusätzlich noch ganz andere Hintergründe. Da könnte man wahrscheinlich eine 12-Stunden-Sendung zu machen zu dieser Elm Street und zu dieser Kennedy-Geschichte. Aber Kennedy musste logischerweise, wenn er zum Tode verurteilt war, denn man hat ja, egal wer und wo und woher, auf ihn geschossen, er musste ja sterben, also war ja zum Tode verurteilt und deswegen kann das nur auf der Elm Street passieren. Alles andere? Also wenn da auf der Ulme die Träume der Menschen hängen, dann hätte ja Martin Luther King auf der Elm Street auch erschossen werden müssen, weil der hatte ja einen Traum, ne? Ja, aber Martin Luther King war jetzt ja nicht in Dallas und dann Texas an dem Tag. Und der hatte jetzt auch nicht ein freimaurerisches Ermordung, die ich jetzt hier verifiziert hätte. Aber das geht ja jetzt hier um Kennedy und nicht um Martin Luther King. Ich habe dir nur gerade mal kurz auf die Träume Ja, I have a dream. Ja, aber das hat er ja auch wieder selber nicht geschrieben. Nein, das weiß ich. Das war ja auch nur mal kurz Okay. ein wenig Humor in die Sendung mit reinzubringen. Okay, ich habe noch einen anderen Grund, warum ich sage, das hat eine andere Bedeutung. Und zwar ist der mir klar geworden, weswegen ich überhaupt mit Kennedy angefangen habe, ist der mir klar geworden, als ich mir den Platz angeguckt habe. Und es war folgendes: Wenn ich bei Maps Google eingebe, Dealey Plaza, dann schaut mal, was auch in den ganzen Dokumentationen nicht rauskommt, ist folgendes.
Mach mal ein bisschen größer, dann kann man es besser sehen. Hier steht Dealey Plaza, richtig? Und hier habt ihr die Elm Street. Und jetzt guckt mal hier, was dahinter ist, hinter der Elm Street, als der Kennedy tot war und durch die Unterführung gefahren ist. Was steht denn da? Das ist der Märtyrerpark. Ja, das heißt, diese ganze Geschichte hier, von dem Gerichtsgebäude über Polizei und über Gefängnis, wenn man dann zum Gefängnis verurteilt gewesen wäre, wäre man beispielsweise dann direkt von hier nach da gebracht worden. In den guten alten Zeiten oder auch nicht so guten alten Zeiten. Aber nein, der Kennedy ist nicht ins Gefängnis gekommen, der ist auch nicht abgesetzt worden, sondern der ist um dieses Freimaurerdenkmal direkt auf die Ulmenstraße, auf die Straße des Todes oder der Todesbäume sozusagen gekommen und ist dann bei einer gewissen Position ums Leben gekommen. Das hat ganz genaue Gründe, warum das da und so und nicht anders passiert ist. Aber da brauche ich wieder eine komplette Folge, um das alles rauszusezieren. Aber nochmal, ihr wisst, hier steht ein Obelisk, der jetzt hier nicht zu sehen ist. Den können wir vielleicht jetzt hier als Foto irgendwie einkleben, dann müsste das hier besser zu sehen sein, glaube ich. Da ist er. Ganz versteckt, ne? So, da ist der Obelisk. So, und hier ist er umgekommen auf der Ulmenstraße. Und hier habt ihr direkt, da musste der Kennedy vorbei, an den Märtyrerpark. Und von da aus ist er dann zum Parkland Hospital genau über diese Autobahn gefahren worden. Das ist erstmal jetzt nur, warum die Fahrtroute durch diese Dealey Plaza so meiner Meinung nach gemacht worden ist und der Anschlag so gemacht worden ist, wie er da drauf steht. Und ich weiß, dass ich jetzt noch 20 Sachen nicht gebracht habe, aber es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, wenn man in diese ganzen Geschichten reingeht. Warum, wie, wer, wann, wo, wie und welches Gebäude nach welcher Funktion und so weiter und so fort. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Und ich hoffe, wir sind jetzt immerhin schon bei der Dealey Plaza Teil 1 gelangt und ihr habt gesehen, das ganze Ding ist auf 33 Grad Dallas passiert. Am 22.11. macht wieder 33 und dann auch noch passiert auf der Ulmenstraße in einem Freimaurertempel oder Court, ne? Entweder ein Gerichtssaal oder Tempel. Und ihr habt ja doch den Tempel und den Gerichtssaal. Ihr habt doch hier beides. Ihr habt hier das alte Gericht, ihr habt das Kriminalgericht jetzt hier für den ganzen Staat, Texas sogar. Und ihr habt hier immer noch Dallas County Clerk's Office. Also ihr habt hier immer noch offizielle Behörden hier. Wie gesagt, hier war früher die Polizei drin. Und dann fällt ihr dann hier vorbei auf die Ulmenstraße. Ja, und dann wird er dann da erschossen, weil, wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht reingepackt. Das werde ich in der nächsten Folge machen, welche anderen mythologischen Hintergründe das jetzt noch hat. Das ist eine eigene Folge, glaube ich, für sich. Damit man wirklich sieht, das ist kein Zufall, dass der Kennedy diese Fahrtroute genommen hat und diese Fahrtroute dann auch zu seinem Tod geführt hat. Denn wenn er hätte leben sollen, dann hätte man ihn auf der Main Street weiterfahren lassen und einfach abgesetzt. Nur mal als Beispiel. Oder man hätte ihn letzten Endes eine ganz andere Fahrtroute nehmen lassen oder hätte ihn letzten Endes gar nicht umgebracht. Ne? Ist ja egal, wie man jetzt das sieht. Aber das ist die Geschichte dabei. Das heißt, alles, was hier passiert in der Dealey Plaza, hat einen freimaurerischen Hintergrund. Ja, und auch wenn dieser Dallas Businessman Abraham Zapruder zufällig, was wir dann in den Folgen von Zapruder dann analysieren werden, wenn wir in den Zapruder-Film reingehen, zufällig gestanden hat, ist da eben kein Zufall. Denn einerseits hat der Herr Zapruder in, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, in dem vierten Stock hier von dem Deltex Building gearbeitet. Und zum Zweiten ist der Herr Zapruder ein Hochgrad-Freimaurer. Und Wikipedia erzählt euch natürlich jetzt wieder den absoluten Unfug. Da steht es doch. Guck, hier. Abraham Zapruder, ein Ukrainer, ja, sehr aktuell gerade, in Dallas gestorben, war ein Amateurfilmer, der als Zuschauer des Präsidentenempfanges in Texas zufällig das Attentat von John F. Kennedy am 22. November 1963 filmte. Ja, das ist alles genommen, komplett erstunken und erlogen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit Kennedy. Ich habe jetzt 40 Seiten geschafft und ich habe noch ungefähr 1400 oder was weiß ich Seiten. Es ist unglaublich, aber es ist so viel Lüge. Die erzählen euch nicht die Wahrheit. Nochmal, Dallas, Dealey Plaza, 33 Grad sonnig. Heißt Dallas, Freimaurer, Stadt, Freimaurer, Tempel. 33 Grad und ein Sonnentempel. Das ist das, was Dealey Plaza eigentlich ist. Es ist ein Tempel für den Sonnengott. Nichts anderes. Deswegen steht da auch der Obelisk. Das ist jetzt hier von der anderen Straßenseite aus, ne? Von der Commerce Street oder so jetzt hier gefilmt. Ne? Das ist die andere Seite hier mit dem Becken und da ist der Obelisk dahinter. Ist wieder ein Becken. Dahinter ist der angebliche Anschlagsort, der auch absolut seine Berechtigung hat. Und ich werde das nach bestem Wissen und Gewissen alles aufklären. Aber es dauert einfach. Damit ihr wirklich seht, das ist kein Zufall, dass der Herr Kennedy genau da umgebracht worden ist. Und eben mal zu Isis und Osiris. Ja? Das ist eine Freimaurergeschichte. Deswegen hat der Wolfgang Amadeus Mozart, was wir damals in Folge
11, glaube ich, klassische Zaubereien der satanischen Musikagenda mal benutzt haben, da eben mit der Zauberflöte, mit der magischen Flöte dann eben da auch vertont hat, weil der Wolfgang Amadeus Mozart eben genau diese Geschichte mit der Zauberflöte eben eine Ode sozusagen an die Freimaurerei gewesen ist. Die Freimaurerei bezieht sich ganz vehement auf die Isis Osiris, eben der Phallus-Symbol, der eben umgebracht worden ist von Set, Isis die Mama und Horus das Kind. Das ist die ägyptische Trinität. Und wenn er dieses Symbol vielleicht irgendwo kennt, ne, es gab auch eine so bekannte deutsche Politikerin. Ja, das ist alles dieselbe Geschichte. Wenn man das nicht weiß, dann fällt man da eben drauf rein und man kriegt das von den Medien nicht erzählt. Die erzählen euch, alles passiert zufällig. Und es gäbe auch keine Verschwörung. Nee? Alleine schon war die Warren Commission Perry Styles benutzt, weiß ich genau, das hat einen freimaurerischen Hintergrund und dieser Hintergrund, der hat letzten Endes da irgendwas damit zu tun. Die haben nichts anderes benutzt als dieses Wort, was für Tempel oder Gerichtssaal steht. Ja, und es geht noch viel, viel weiter. Viel, viel weiter. Es gibt so viele Rituale und so viele Dinge. Das ist vielleicht ein lustiger Abschluss hier. Also ihr müsst jetzt hier nicht an irgendwie einen großen Hasen denken, irgendwie glauben oder sowas. Aber jeder glaubt an irgendetwas. Und die Freimaurer glauben eben daran, dass Luzifer dann eben die absolute Erleuchtung bringt. Und das ist leider, wenn man so will, eine Geschichte, die auf die Bibel zurückgeht. Ne? Ja. Es ist egal, welche Mythologie, die habt immer Gegenentwürfe zu Jesus. Und das ist einer der wenigen Beispiele, was ich mal bringe, weil ich normalerweise es vermeiden möchte, irgendwelche Bilder, Images oder so von irgendwelchen Dingen und schon gar nicht von Jesus zu zeigen. Mal dieses Bild mit der weißen Büffelfrau wollte ich unbedingt zeigen. Das ist Glauben der Ureinwohner von Amerika, dass es da eben eine weiße Büffelfrau gäbe, die dann kommt und so weiter und so fort. Dann ist alles wieder gut. Da hatten wir doch drüber gesprochen bei der Himmelskönigin. Ja, genau. Deswegen wollte ich sie unbedingt mal wieder da reinmachen, ne? Genau. Ja. Ich hab so langsam den Eindruck, dass diese ganze Ägyptologie Ablenkung ist, dass man immer nur an Ägypten denkt und dass man niemals an Babylon denken soll. Deswegen hier der Nimrod aufscheint, 5 Minuten. Ja, also irgendwie scheint mir das so eine Ablenkung zu sein. Das habe ich damals, du hast mich damals gefragt in der satanischen Musikagenda, wo wir über Ägypten gesprochen haben. In der letzten Folge habe ich das so gesagt, habe ich dir damals gesagt, ja, ist die absolute Ablenkung, weil die natürlich glauben, dass die Wiege der Menschheit in Ägypten steht, weil da beispielsweise die Pyramiden, das älteste Bauwerk und bla 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 bla. Aber das ist überall dasselbe. Es kommt eigentlich von Nimrod. Wir hatten ja schon mal diese Folge gehabt wegen Ostern, ne? Wegen Ishtar und so. Ja. Das ist auch ein anderer Name für Semiramis. Ja, und das ist jetzt hier aus Alexander Hislop. Naja, es führt eben alles zurück auf Babylon, ne? Ägypten ja eben auch, ne? Nur die Leute beschäftigen sich immer mit Ägypten und vergessen Babylon. Und das sollen sie ja auch. Das, wo alles herkommt. Das ist im Grunde der große Betrug dabei. Genau, ne? Das sollen sie ja auch. Deswegen bezieht sich ja auch die Freimaurerei drauf. Die Leute sollen ja betrogen werden. Selbst wenn die ganz hoch initiiert sind, glauben sie immer noch die Falschen. Also glauben sie immer noch die Lügen. Ja, das ist ja gerade die Geschichte. Man ist ja dann am glaubwürdigsten, wenn man die Lüge vehement vertreten kann, dass andere Leute sagen, Mensch, der ist ja wirklich überzeugt von dem, vielleicht ist da ja was dran. Ja, und das ist ja nicht notwendigerweise die Wahrheit. Autorität heißt nicht Wahrheit. Wenn man hoch initiiert ist und man hat dann mit Bürgermeistern zu tun, mit Regierungsmenschen, mit Präsidenten der Vereinigten Staaten, mit George Washington und so weiter und so fort, ja, da darf man nicht dran rütteln an den Autoritäten. Ne? Das wäre ja... Gotteslästerung. Ja, das fällt gerade so ein deutscher, wirrer Wissenschaftler ein, aber das ist mein Problem. Und deswegen gibt es natürlich auch die Geschichte jetzt hier, dass es eben nur Erklärungen und andere Namen sind für Nimrod. Ne? Ob die jetzt eben jetzt hier Eros heißen, Hermes heißen, Pluto heißen oder... Aber so ist es eben. Es ist alles dieselbe Soße. Und ihr habt jetzt eben hier diesen Washington Monument, ist ein Symbol von nicht nur von Osiris, sondern eigentlich von Nimrod. Und das wird natürlich jetzt auch wieder nur verharmlost, indem man jetzt sagt, nö, das ist jetzt die ägyptische Trinität. Nein, das ist letzten Endes die absolut heidnische Geschichte aus Vater, Mutter, Kind und sonst gar nichts anderes. Deswegen hat der Washington Monument hat ja hier auch eine Pyramide oben drauf, damit auch jeder sagt, ah ja gut, also wir sind jetzt schon eingeweiht, wir wissen schon, das kommt alles aus Ägypten. Stimmt auch wieder nicht. Aber selbst das ist Missinformation, wenn man so will. Ja? Selbst das. Ja, Egyptian Style. Ja, Egyptian Style, aber trotzdem kommt diese Geschichte eben nicht aus Ägypten. Das ist ja Geschichte. Ja, die Geschichte hinter der Geschichte. Straßenlayout von Washington ist nach okkulten Sachen gemacht worden. Es hat gewisse Ähnlichkeiten zu anderen Sachen. Ne? Selbst dieser Obelisk, ein Symbol von Ra und Nimrod und von Osiris und so weiter, steht beispielsweise auf dem Israeli Supreme Court, also auf dem höchsten Gerichtshof der Israelis. Ne? Ich dachte immer, die wären Juden. Ja, dachte ich. Ja? Aber anscheinend sind die irgendwie mit Baal zusammen. Und dasselbe gilt dann auch für den ägyptischen Obelisk, der dann plötzlich in Italien auftaucht, auf dem Petersplatz. Ja? Klar, es ist alles dieselbe Soße. Ich habe auch den schön gefunden hier. Der sieht toll aus bei Nacht irgendwie. Ne? Mhm.
Ja, das ist in, Moment, Millenniumsfeier Dublin Iron, das Monument des Lichtes. Ne? Klar, warum? Ne? Lucifer, klar. Und das sind alles Obelisken, auch wenn jetzt der Herr Grümann jetzt hier so schelmisch grinst, ne? Der auch schon mal einen Jesuitenpater gespielt hat bei Pater Brown. Das sind alles Ablenkungen und der Verein steht dir hinter. Der steht auch hinter der Freimaurerei. Na klar, aber das wissen die meisten nicht, die natürlich unsere Sendung nicht gesehen haben. Das hat alles viel mit der Sonne zu tun, gell? Könnte man sagen, dass das ein Sonnensymbol ist, oder? Wie würdet ihr das sagen, ne? Und wenn da Schlangen mit zu sind und Schwingen und so weiter und so fort, ne, dann hat das ganz viel mit Satan zu tun, ne? Schlange? Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere des Feldes, ne? Und die Schlange ist hier direkt prominent über dem Herrn Washington. Das ist alles genau dieselbe Geschichte. Alle benutzen dieselben Symbole. Man, irgendwann kommt man ja auf nichts anderes mehr als auf Schlangen, Serpentinen, Schlangenlinien, Serpentinen in dem größten, höchsten, schönsten, wie auch immer, Altar im Petersdom. Ja, natürlich. Ihr habt da ein Sonnensymbol und ihr habt da die Schlangenlinien. Also ich meine, how hard can it be? Ja, wie schwer sind das? Hier sind alles Sonnensymbole. Meine Güte, nee. Geht ja immer so weiter jetzt hier. Ist ja egal, ob die jetzt Vulkan heißt oder. Das sind alles heidnische Götter. Ja? Und dann noch ein Sonnensymbol. Ja? Helios, der, ne? Kennt ihr Helios-Kliniken? Ja, dann wisst ihr genau, wo woher die Geschichten kommen. Ja? Die huldigen auch einem heidnischen Gott. Ne? Oder jetzt hier die Semiramis, ne? Die Konsorte von Nimrod, ne? Ja. Die Mutter aller heidnischen Götzen. Logischerweise, das ist auch richtig, absolut. Die Aussage stimme ich absolut überein. Ja, die Statue der Freiheit. Ne? Eigentlich ist das Semiramis, man kann auch Astarte oder Ishtar, je nachdem, welcher Ecke ihr gerade unterwegs seid. Und das soll jetzt nochmal die Semiramis sein. Und ich weiß genau, warum ich jetzt mit der gleich aufhöre. Hier, Venusstatue und so weiter. Das ist alles dieselben Geschichten. Das kommt aus Rom, das andere kommt aus Babylon. Alles meint dasselbe. Es ist alles dasselbe. Ja. Das ist immer der heidnische Tempel. Das ist immer heidnische Vergötterung oder Vergötzung. Ja, ob egal wo ihr seid. Und guck mal, was in Texas steht. Ne? Die Semiramis als Statue, die Frau von dem Nimrod. Die steht ausgerechnet wo? Na, im Dallas Museum of Art, im Dallas Kunstmuseum. Genau da steht die Semiramis. Ne? Schon interessant. Aber wie gesagt, das sind alles nur Zufälle. Also wie üblich eine Sendung von mir mit der Aufzeigen von unglaublichen Zufällen. Vor allem muss man sich ja mal fragen, welche Freiheit die Freiheitsstatue überhaupt dann so darstellt. Wenn diese Statue dann eine römische Götzeneinheit dann widerspiegelt, dann ist ja die Freiheit auch nicht so die wirkliche Freiheit. Dann ist das wahrscheinlich so eher so wie die phrygische Mütze, die dann eben in Herrscher des Bösen dann so benannt worden ist, dass es eben dann eine begrenzte Freiheit ist, die dann gewährt wird. Aber das ist eben nicht die Freiheit, die man hat, weil man als freier Mensch geboren werden wollen würde, sondern die Geschichte ist, wir sind in den letzten Tagen. Demzufolge ist es so, dass in den letzten Tagen der Abfall so groß ist und deswegen verehren auch die meisten Menschen bewusst oder unbewusst bei Saturn, bei was weiß ich, bei tausend anderen Geschichten, auch bei Geschäften und so weiter, bei Helios-Kliniken, die verehren alle heidnische Götzen. Ja? Und ich glaube, ich muss jetzt mal aufhören hier, weil das geht jetzt unendlich weiter hier. Das geht jetzt unendlich weiter hier. Ja, also, die UNESCO möchte ja auch eine Weltgeschichte haben. Also hier, die sagen hier Single, ja, a Single World Culture, also eine Kultur, ja, Kult. Ja, ihr habt das gut, mal, ihr habt dieselbe Freimaurergeste oder Geste hier, wie auch schon genannt, ja. Alle verehren den Mammon. Und Mammon ist natürlich auch nichts anderes als den Antigott, ne, den Gott des Geldes, ne? Goldene Kalb, was machen die denn alle da? Ja, warum steht denn so ein Symbol für Börse und so weiter? Weil es nicht um Geld geht. Ja? Weil es sich einfach um Geld geht. Ja? Und in der nächsten Folge machen wir dann den Rundumschlag von der Freimaurerei und dem Ritual der rituellen Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Ihr habt auf dem angeblichen Gebäude, wovon die angeblichen Schüsse eines angeblichen Schützen an und so weiter und so fort dann kamen, habt ihr jetzt hier eine interessante Inschrift. Diese Inschrift heißt, diese Seite, also dieser Platz, wurde eigentlich besessen von John Neely Bryan, dem Gründer von Dallas, während der 1880er und so weiter 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 und so weiter. Und jetzt kommt der interessante Passus auf der originalen, anscheinend originalen Schild im Texas School Book Depository. Am November, den 22.1963, also 22 plus Monat 11 gleich 33, hat eben dieses Gebäude nationale Aufmerksamkeit erregt,
als Lee Harvey Oswald angeblich geschossen und den Präsidenten John F. Kennedy vom 6. Flur oder vom 6. Stock von dem Fenster und so weiter auf die Präsidenten, den Präsidenten Motorcade und so weiter dann eben da geschossen hat. Also angeblich, das Stichwort ist hier allegedly, angeblich. Also es heißt, selbst auf der Tafel dieses heutzutage Einganges dieses Museums, was uns ja dann mit diesen Schnüren dann zeigen will, wie viele Schüsse von wo, wann den Präsidenten erwischt haben und so weiter, hier steht drauf allegedly. Ja, ihr seht, wir haben keinen einzigen Beweis, wir haben eine große Verschwörungstheorie oder wir haben eine große Theorie von Warren Commission, von allen möglichen Leuten, aber wir haben letzten Endes keinen Beweis und glaubt mir nicht, dass irgendwo drin steht, dass es ein Freimaurerritual wäre. So, und jetzt habe ich genug geredet und jetzt hoffe ich, dass ihr in dieser Folge schon mal wirklich gesehen habt, dass es keine Zufälle gibt, dass es keine einzelnen verwirrten Attentäter gibt, die irgendwie etwas machen, zumindest nicht in Dallas am 22.11.1963 in einer Freimaurerstadt, in einem Freimaurerbezirk, in einem Freimaurertempel und auf der Elm Street auf der Ulmenstraße. Der Herr Oswald war jetzt nicht der große Mysteriker, ne? Und nein, es gibt bis heute keinen Nachweis dazu, dass der Herr Oswald Freimaurer wäre, obwohl es eine Pose gibt, die ihm da ein bisschen untergeschoben wird. Aber nochmal, das ist beispielsweise ein hervorragendes Indiz dafür, dass der Herr Oswald, wenn er kein hochrangiger Freimaurer und so weiter ist, jetzt nicht besonders viel an dem Tag wusste, was da überhaupt passiert. Ich habe nach wie vor eine ganz andere Herangehensweise daran und ich denke, dass es in dieser Folge wahrscheinlich klar geworden ist, dass es keine Zufälle gibt und schon gar nicht in einem Land, was verdeckt von Freimaurern da gegründet worden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es weitergeht in das wirkliche Ritual des Anschlages auf den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Vielen Dank fürs Dranbleiben und danke, dass ihr auch mal ab und zu die Zeit findet, die Bibel zu lesen. Ich gebe mal ab an den Jörg. Vielen Dank. Maranatha. Ja, danke, Michael. Diese Tafel hatten wir ja schon mal gesehen. Das hattest du auch schon mal vorgelesen. Aber es heißt allegedly und nicht allegedly. Aber ja, verkehrte Aussprache passiert mir auch oft. Das kann mal passieren. Nein, das ist schon ganz wichtig, dass das damit beisteht, dass es eben angeblich Lee Harvey Oswald war. Weil sie machen hier eine Gedenkplatte, wo sie ganz klar sagen, dieser Fall ist überhaupt nicht aufgeklärt. Und diese Platte wurde hier erstellt 1980, 17 Jahre nach dem Attentat. Wir lesen das heute in 2022, damit sind wir fast 60 Jahre nach dem Attentat, ne, 59 um genau zu sein. Und der Fall ist immer noch nicht aufgeklärt. Und eigentlich sollte das die Menschen in Amerika, deren Präsident es ja war, den sie ja alle so lieben angeblich. Die Amerikaner lieben ja alle ihre Präsidenten. Die sind ja so patriotisch, die sind ja so verblendet in dieser Politik, dass da immer noch nicht der Aufschrei gekommen ist, um zu sagen, dass das mal restlos aufgeklärt werden soll. Und jetzt spreche ich gar nicht mal von einer Art Aufklärung, wie du sie hier betreibst, weil das ist eine Aufklärung, das versteht ja da kein Mensch. Aber ganz einfach, dass man eben mal wirklich die Schuldigen da benennt. Das, was in vielen dieser Dokumentationen ja immer probiert wird, die Schuldigen des Erschießens so an die Öffentlichkeit bekannt zu geben, dass das da nicht passiert. 60 Jahre danach ist das amerikanische Volk noch genauso betrogen wie am Tag nach dem Attentat. Und das Schlimme ist, Michael, keinen interessiert es. Da kann selbst auf einer Gedenkplatte all die Jahre danach stehen, dass angeblich Lee Harvey Oswald den Präsidenten erschossen hat. Aber es wird der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt, wer es war. Es wird keine Untersuchung dazu angestellt. Es wurde eine Kommission ins Leben berufen, die genauso so eine Witzkommission ist, die Warren-Kommission nach JFK, wie die 9-11-Kommission eine Witzkommission war. Die Leute werden nur, auf ganz einfachem Deutsch gesagt, sie werden einfach nur verarscht. Und sie lassen es sogar noch mit sich tun. Und dann sagen die, zwischen Anführungszeichen, Autoritäten, ja Leute, wenn ihr dann verarscht werden wollt, dann werdet ihr verarscht.
Und das ist ein Spruch, der ist so alt. Die gibt es sogar in Latein. Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Wenn ihr in der Welt leben wollt, dann werdet ihr die Wahrheit nicht finden. Und deswegen steht in der Bibel geschrieben, dass wir zwar aus der Welt kommen, aber nicht in der Welt sein sollen. Mit anderen Worten, wir leben hier zwar, aber wir sollen uns nicht mit den weltlichen Dingen vermischen. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr belogen und betrogen und abgezogen von vorne bis hinten. Wenn ihr das nicht tut, dann findet ihr die Wahrheit in der Bibel. Maranatha.